Keiner hat euch aufgenommen. Wir haben nur das Restaurant gemacht. Hier haben wir schon mal. Wo sind denn meine Freunde? Bereit? Jetzt brauchen wir Infos. Ich will alles von dir. Ich will deine Liebe. Let's go. Bist du ein bisschen schlimm? Das ist ein Schlimm, ja. Okay, das kann manchmal passieren. Das ist einfach abwarten. Das verschwindet von selber. Ist ein bisschen besser geworden, ja. Würde ich behaupten. Aber ich merke, wenn ich den Arm oder die Hand eindrehe, dann tut es weh. Ja. Gradlinige Last tut nicht weh, aber seitliche Last. Also, wie war das immer? Querkräfte tun weh und Torsion, die die Maschinenbau aufgepasst haben. Scherkräfte, nicht Querkräfte. Scherkräfte meinst du? Oder ich habe keine Ahnung, was zu lange her. Fliehkräfte, ja. Wie macht er sich? Also bis jetzt ist alles vorbildlich. Also ich mache mir bei ihm ja keine Sorgen, was Disziplin und Sachen, die zu tun sind, dass er die, sag ich mal, abarbeitet. Problem. Wir haben nur 9 Wochen Vorbereitung. Also das bedeutet, circa 10 Wochen ist eine übliche Vorbereitung mehr für einen Profi. Hm? So, er ist ja kein Profi. Wir haben ja viel mehr zu arbeiten eigentlich. Nur jetzt hat er hier eine Verletzung. Was ich wissen muss ist, ne, weil ich ja die komplette Vorbereitung mit ihm mache, ich muss wissen, was mit der Sehne los ist. Und ab wann kann ich die Sehne mit ihm normal belasten auf 100% und ab wann darf ich die überhaupt belasten und wie zum Beispiel kann ich die zum Beispiel jetzt mit Druck, mit Gewicht belasten, was Drücken angeht, was Ziehen angeht und was Vibration angeht. Ab wann und in welcher Intensität? So, lass mal zusammen zählen, wenn wir ganz genau dran sind. Also, wann war der Unfall? Wann war der genau? Vor circa 2 Wochen. Du hast den Material am 31. gemacht, ne? Du hast am Freitag davor, meinte ich, du am Donnerstag hast du mich angerufen, glaube ich, ne? Ja, also das war der 27. Das sind jetzt knapp über zwei Wochen sind wir jetzt. Also, genau 2 Wochen würde ich sagen. Weil das Sehnengewebe eben viel schlechter durchblutet ist als das rechtliche Gewebe im Körper. Wenn du eine Wunde hast, die nächste zusammen, dann ist nach 2 Wochen verschlossen. Sehnengewebe braucht einfach viel länger Zeit. Das war normalerweise bei einem gesunden Menschen 4 bis 6 Wochen. Braucht das Zeit, bis deine Sehne verheilt ist. Sportler ist ein bisschen schneller. Ja, das ist ja schneller. Nee, also Heilungsprozess, aber ja, ich weiß nicht, wie das bei der Sehne ist. Sie ist nicht alles gleich. Sehne ist, genau. Und man kann, die Sache ist, bei ihm ist ja echt die Sehne so auseinandergerissen und wir haben die irgendwie zusammengenäht und wir warten ab, bis die durchgenäht. Das ist ja kein querer Riss gewesen. Und die Sehnenstümpfe, die lagen ja nicht so, die haben wir wieder zusammengetackert. Ja. Sondern, du musst dir vorstellen, das ist die Sehne, das Bündel und ein Teil der Sehne ist gerissen. Ein Teil? Nur ein Teil. Das ist ein Teil des. Okay, Teil das ist schon okay. Okay, Der größte Teil steht noch. Wenn die ganze Sehne weggerissen wird, würde der Bizepsmuskel hier oben hängen. Ja, genau. Also, das heißt, wir müssen jetzt einfach nur zuwarten, dass das Gewebe sich erholt, das rechtliche Gewebe, und das, was gerissen ist im Endeffekt, ne, dass das wieder zusammen verwächst und wieder ein Narbenklumpen entsteht, sodass es wieder zu 100% stabil ist. Okay? Man geht dann immer, wenn man zu früh loslegt oder zu früh beginnt, das Risiko, dass das rechtliche Gewebe auch reißen kann. Das ist eine Form, dass die ganze Bizeps eingerissen. Deswegen ist eben die Vorsicht der ersten Wochen gewesen. Und das, was wir im Moment machen, war eben Schonung, körperliche Schonung, den Bizeps so gut es geht, nicht belasten. Ja, man sieht, der Arm ist dünner geworden. Ich habe den gar nicht belastet. Ja. Wechselbäder, also Kälteunterschiede sind super. Ja, mache ich. Warm, kalt, damit die Durchblutung gestärkt wird, dann gehen die Gefäße auf und zu. Das fördert, dass die Entzündungsmediatoren wegtransportiert werden vom Körper von dieser Stelle. Plus, entzündungshemmende Medikamente hat er genommen, Ibuprofen, die wir dann blenden, damit der Schmerz weggeht und die Entzündung halt. Plus eben on top diese PAP-Behandlung, was wir machen, diese Eigenbluttherapie.
wo wir das Blut rausnehmen, das wird zentrifugiert, die roten Blutkörperchen kommen weg, die Blutplättchen in Serum bleiben übrig mit den Wachstumsfaktoren. Und das spritzt man genau in die Stelle rein, wo dieser Riss eben ist. Mhm. Und das beschleunigt halt diese Narbenbildung in der Tiefe. Plus, so. Ich trinke 15 Omega-3-Kapseln am Tag. Auch. Ist auch entzündungshemmend. Auch. Jedes das ist ein Puzzle. Und jedes Bausteinchen dazu, ne, führt zum Ergebnis. Ja. Zum gewünschten Ergebnis. Also, jetzt haben wir gerade 2 Wochen um. Mhm. Der gröbste Teil ist jetzt abgeschlossen erstmal, der schlimmste Teil. Eigentlich hätten wir noch 4 Wochen warten müssen, dass du dich nicht belastest und dann ganz noch 4 Wochen. Normalerweise 4 Wochen. Insgesamt 4. 2 sind schon vorbei. Noch 4 Wochen, bis das Maximum erreicht ist. Noch so 6 Heilung, sag ich mal. Okay. Bei ihm wird das schon ein bisschen schneller funktionieren wahrscheinlich. Durch die ganzen Methoden und Maßnahmen, die wir machen, ich schätze mal, dass wir die Zeit auf 3-4 Wochen verkürzen können. Okay. So, das heißt aber nicht, dass er es nach 4 Wochen die Seele belassen darf. Mhm. Da ist ja der größte Stall, steht ja noch, das haben wir gesagt. Deswegen kann er schon langsam beginnen. Aber noch nicht so viele Belastungen. Also alles, was auf die Bizepssehnen geht, von Hand bis drückende Bewegungen, Gewichte, Gegenstände, also gegen Widerstände drücken und so weiter, will ich noch extrem vermeiden. Aber also, du kannst, denke ich, mit dem Schattenboxen beginnen, auf jeden Fall. Technik. Oder Pratzen, wahrscheinlich mal Pratztraining. Das geht nicht um den Schlag selber. Nee, es geht um die Schlagkraft. Die Schlagkraft, um das Zurückziehen ist das Entscheidende. Weil da ziehst du dir den Bizeps an, da ziehst du dir den Unterarm hoch. Und ich weiß, wie Trainer sind von meinem Boxtraining bei mir, jedes Mal, wenn ich den Arm zu lang zurückziehe, zack, kriege ich ihn rübergebracht, weißt du? Weil die Deckung nicht steckt, weißt du? Und das ist eben wichtig, das lasst man, dann denkt man, man denkt drüber nicht nach. Aber das sind dann diese, da musst du ein bisschen nachlässiger werden. Kann man einfach dynamisch bewegen. Ich strafe nicht dafür, dass, wenn er zu langsam die Deckung wieder hochnimmt. Also ich würde sowieso am Anfang den Arm, mit der, also wo die Bizepssehne noch ein Heilprozess ist, nicht an der Pratze, trainieren. Also du kannst noch eine Woche warten vielleicht. Genau. Noch eine Woche warten. Es muss sich auch langsam dann gewöhnen. Halt, ne? Durch das Schattenboxen, ohne Gegenstand und Gegengewicht, ohne Widerstand, gewöhnt sich langsam, wenn sie zubelasten, die Seele. Und danach kannst du, wenn das gut funktioniert, du merkst, du tolerierst ja vom Schmerz her, dann kannst du gegen Praxen beginnen, ne? Anzugehen, zu schlagen. Und das müsste eigentlich, wenn der Plan hinhaut, müsste es funktionieren. Ich mache jeden Tag Cardio, ich gehe jeden Tag ins kalte Wasser, ich gehe nochmal 3 bis 4 Mal die Woche in die Kältekammer bei minus 85 Grad in Essen. Ja. Also ich mache das Maximale. Ich war gestern in der Sauna, dann im kalten Wasser, direkt danach. Ich mache Wärmesalbe drauf, dass da immer warm, kalt, warm, kalt, warm. Und nicht vergessen, ne? Staubsaugen und Küche aufräumen ist verboten. Ne? Das war nicht meine Arbeit. Das ist doch nicht meine Arbeit. Warum? Schenk den Kuchen jemandem, den du nicht leiden kannst. Du darfst es nicht. Krieg das in Babyfuck. Der kann das für den Wenn drinnen der Motor Katze ist, können wir die Karosserie draußen Löwen bauen. Der Motor ist eine Katze. Und die wird immer eine Katze bleiben. So. Und das ist. Kennst du den Spruch von Rehagel? Da wurde man gefragt, als er damals Europameister geworden ist. Mit Griechenland 2004. Also, warum nehmen Sie immer die ganzen Verteidiger bei Ihnen? Die sind immer Minimum 1,95 groß. Wie ist immer so groß der Verteidiger? Meinte so, 1,90 kann man nicht trainieren. Meinte. Im Endeffekt ist es das Gleiche. Wo mal loslegen. Fippel, ich merke das. Ja, war das ironisch gemeint? Das ist ja Schläuche, nicht Arme. Ja, Gartenschläuche. Hydraulikschläuche. Hydraulikschlauch, Öldruck, Abnahme. Das ist eine sogenannte Butterfly-Nadel. Keine Arme, keine Keks fressen. Ne? Wie ein Flügel. Ja. Genau. So. Sehr schön. Halt mal mit dem Finger hier drauf. Und fertig. So, jetzt schmeißen wir das wieder in den
die Zentrifuge rein. Jetzt darfst du mal auf den Knopf drücken. Da drauf. Siehst du. Ei. Jetzt fängt sich das an zu drehen. So, da ist das flüssige Gold. Unten sind die roten Blutkörperchen und diesen kleineren Röhrchen kommt jetzt die Flüssigkeit rein, wo die Blutplättchen drin sind und dieses und die Wachstumsfaktoren. So, und dann hat man das Resultat wieder. Das kommt in den Müll und das wird jetzt benutzt. Was hier jemand mitgebracht? Das muss hier noch stehen, oder? Das ist meins. Das ist meins. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Ist das nicht bei Ihnen? So. Bist du ready, Junge? Oder soll ich die Hose noch ausziehen? Jetzt siehst du aus wie ein McFit-Pumper. Warte! Was haben wir denn da, Junge? Ja. Kann ich die Schuhe? Viel bringt viel. Tut weh, da? Ja, tut weh. Oh ja, ja, tut weh. So, das wird alles. Dann starten wir mal. Belastung, auf erstmal 10% die Woche darauf, leicht gegen Prassen, vielleicht kannst du schon beginnen. Guck mal, wie das toleriert. Dann in Kontakt, wenn du sagst, gut, dann könnt ihr nicht langsam loslegen in die Praxis. Also leichtes, ne? Ja, sowieso ist klar. Ne? Ansonsten Beinarbeit hat Vorrang, Cardio hat Vorrang dieses Mal. Ne? Körper bewegen, ne? Bewegung. Ausweichen, da ist genug zu tun, schon lange. Ja. Da ist Lebensaufgabe zum Schluss. Egal was, wenn zwischendurch irgendwas motzt, ist das immer direkt. So entscheidend. Jetzt kommst du rein, 2 Wochen mal rein. Zur Prüfkontrolle. Ja. Checken, ja. Lass mal checken, wie das aussieht, wenn du das rausmachst, den Ultraschall mal. Gucken, ob irgendwas in unserem Sinne verheilt oder nicht verheilt. So machen wir das. Auf jeden Fall. Okay, Jungs. So. Danke. Vielen lieben Dank. Mega. So, super. Also, trainier hart. Klar. Training. Das ist das Wichtigste von allen. Richtig. Also, die Disziplin ist auch im Training mehr als das Entscheidende. Ja. Aber ich bin mir sicher. Kriegen wir hin. Wir schaffen das. Wir müssen Erfolg nach Hause führen. Wir müssen uns stolz machen. Zeig mal deine Schulter. Rasen aus. Ausgehen? Ist auch nicht, dass du davon kommst. Ja. Das ist ein guter Bizeps hier nicht. Das ist der Prozessus coracoideus, der ist da an, dann geht das runter, wie lange kommt hier unten dann raus? Tut das mehr da weh oder auch da drin? Nee, da nicht. Da, genau das ist der Punkt. Und ich mache selber Crossfit, Jungs und Mädels da draußen. Okay. Aber ich boxe. Ich lerne untrainiert, nur noch untrainiert. Zu viel Urlaub gehabt. Urlaub gehabt? Wie war das mit dem Crossfit? Ui, ich bin schmerzunempfindlich. Jetzt reißen wir die Klappe auf. Ja, machen, was du magst. Du kannst alles auseinandernehmen. Tut das weh im Moment? Nein. Alles gut.
Pipi. Du hast bestimmt auch was, oder? Aber bei den Abwehrgürteln, das war nicht mal anders. Das macht nicht. Dann braucht der. Maschine. Aber gibt's denn auch in Braun? Crossfit. Produktionskosten sind hoch, ne? Bei so einem Dreh. Gerade, ich habe gespart und 55 Euro in Flensburg. Für dich erwartet. Ach, wie langweilig. Jetzt hast du ja auch noch Erfolg gehabt. Ich habe gerade irgendeinen Scheiß erzählt.